Mann. Sie wollen verhindern, dass die Bayern ein ihr technisch gutes Spiel aufziehen können. Dabei schaut natürlich immer ein Foul heraus. Müller, Tor. Tor, Gerd Müller, 1:0 für den FC Bayern nach 22 Minuten. Großartig der Torinstinkt dieses Mannes. Er hat sich 20 Minuten zum Großteil jetzt in der Defensive herumgetrieben. Und wir sehen jetzt in der Wiederholung genau, wie es zu diesem Tor kam. Zuerst der weite Pass von Beckenbauer nach rechts. Gerd Müller ist da und springt wesentlich höher als sein Bewacher Abraham. Aber es wird wahrscheinlich auch schon langsam langweilig, den Beckenbauer immer zu loben. Müller, Hoeneß und Bombenantritt und das wird ein Tor, ist es auch schon, Gerd Müller 2:0. Das war ein Doppelspiel, zuerst diese enorme körperliche Leistung, nicht technische, körperliche Leistung von Uli Hoeneß, der einen Fehler gemacht hat, trotzdem den Ball, hier sehen wir es genau, den Ball trotzdem noch mitbekommen hat, verstolpert sich und ist stark genug, noch aus vollem Lauf den Ball zur Mitte zu bringen. Gerd Müller schaut und 2:0 für den FC Bayern, also eine typische Kombination Hoeneß, Müller, solche Tore bereitet nur Hoeneß so vor, solche Tore. Wird man auch gleich sehen, wie ruhig man auf einem Polster von 3 Toren Vorsprung spielen kann. Lattenschuss und Tor. Ja, Tor. 2:1. Wir werden in der Wiederholung gleich sehen, zuerst den überraschenden Lattenschuss und dann das Tor, das das 2:1 gebracht hat. Und Sparwasser 2:1 nur für den FC Bayern.